1953. Stalin ist tot. Die kommunistische Welt trauert um den Diktator. Noch kennen die wenigsten das Ausmaß seiner Verbrechen. Fluchtwelle aus dem Osten. Die Zahl der DDR-Flüchtlinge steigt dramatisch an. Täglich verlassen nun Tausende den Arbeiter- und Bauernstaat. Aufruhr in Ost-Berlin. Die Empörung über erhöhte Arbeitsnormen entzündet einen Aufstand, der bald die ganze DDR erfasst. Ein Deutschland baut auf Sozialismus, nach sowjetischem Muster. Was längst schon offensichtlich war, verkündet SED-Chef Ulbricht nun ganz offiziell. Dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird. Die Folge? Normerhöhungen um 10%. Natürlich ohne Lohnausgleich. Realer Sozialismus pur. Die Helden der Arbeit sehen sich und ihre Familien bald am Rande des Ruins. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt. Unzufriedenheit macht sich breit. Immer mehr Menschen fliehen in den Westen. Selbst die Besatzer spüren, dass der Unmut wächst. On several occasions, Ulbricht was. Mehrmals haben wir Ulbricht darauf hingewiesen, dass die Unzufriedenheit der ostdeutschen Bevölkerung zu Komplikationen führen könnte. Dann stirbt Stalin. März 1953. Taut jetzt das Eis des Kalten Krieges? Die neuen Herren im Kreml mühen sich um moderate Töne. Moskau zitiert die deutschen Genossen herbei und gibt die Order, weniger Sozialismus, mehr Konsum. Stalins Jünger Ulbricht ist wie vor den Kopf geschlagen, doch er muss sich fügen. Kommentarlos verkündet die SED am 11. Juni den neuen Kurs. Die Nachricht schlägt wie eine Bombe ein. Muss die Regierung jetzt zurücktreten? Moskau will den Wechsel. Und es war Ulbricht gesagt und war vorgesehen, Ulbricht wird abgesetzt. Es war sogar Datum genannt, wann es geschehen soll, dass Ulbricht aus der Führung entfernt wird. Das sollte im Juni geschehen. Doch in diesem Juni überschlagen sich die Ereignisse. Mit keinem Wort nimmt die Partei die Normerhöhungen zurück. Das Maß ist voll. Die Bauarbeiter der Stalinallee gehen auf die Straße. Wo wir auch vorbeikamen am Baustellen, alles reihte sich ein. Wir waren dann schon in 12er rein und da kamen schon die ersten Sprüche: Berliner, reiht euch ein, wir wollen freie Menschen sein. 17. Juni, Generalstreik. Spontan wird er zu einem Aufstand für die Freiheit. Wie ein Flächenbrand überzieht er in wenigen Stunden die gesamte DDR. Wütend zerstören die Menschen die Zeichen der Staatsmacht. Der richtige Tumult, der begann erst am Potsdamer Platz. Das Kolumbushaus brannte. Im ersten Stock war die Volkspolizei da irgendwie mit einem Revier stationiert. Die warfen ihre Uniformen raus und kamen mit Unterhemden raus, Hände hoch, gegen Richtung Westen. Jetzt geht es nicht mehr nur um Normen. Das ganze System steht am Pranger. Und seine verhassten Repräsentanten.
Als Demonstranten die rote Fahne vom Brandenburger Tor herunterholen, fordern sie bereits die deutsche Einheit. Es war sehr laut, auch dann gegen Mittag, als dann plötzlich die Nationalhymne gesungen, Einigkeit und Recht und Freiheit. Es wurde sogar die erste Strophe gesungen, Deutschland, Deutschland über alles. Die Arbeiter tragen Schwarz-Rot-Gold. Siegt die Freiheit? Wir hatten nur gedacht, jetzt haben wir die geschafft. Nicht, dass wir jetzt unsere Freiheit kriegen werden. Aber dann ging auch schon die Knallerei los, dann fingen die an zu schießen. Und sind sie alle auseinandergestobt, damit blieb keiner mehr zusammen, damit er nicht so dicht war. Sind sie auch hier noch umgekommen, die liegen ja hier in der Seestraße auf dem Friedhof. Die Staatsmacht schlägt um sich. Lasst das Schießen sein! Ihr werdet eines Tages dafür zur Verantwortung bezahlen! Was mir heute noch eine Gänsehaut über den Rücken treibt, die Brutalität, mit der dann die Sicherheitsfunktionäre alles, was sie von den Demonstranten erwischen konnten, unten im Haus der Ministerien in die Keller trieb und verprügelt hat. Doch der Aufstand eskaliert. Das Volk beherrscht die Straße. Während sich die SED-Spitze bei der Sowjetmacht versteckt, ist die Volkspolizei nicht mehr Herr der Lage. Da springt der große Bruder in die Bresche. Wir dachten, dass wir die Situation viel besser verstanden. Gefahr drohte aus unserer Sicht nicht nur für die DDR-Regierung, sondern auch für die Sowjetunion. Denn wenn sich diese Demonstrationen fortgesetzt hätten, dann hätten wir den Krieg riskiert. Moskau schickt Panzer. Mit Brechstangen und Steinen versuchen die Menschen verzweifelt, die stählernen Kolosse zu stoppen. Vergeblich. Der Aufstand wird niedergewalzt. Bilanz, Hunderte von Toten und Verletzten. Ein deutscher Schicksalstag. Der Westen wahrt Distanz. Zu groß ist die Angst vor Konfrontation. Während vielerorts Proteste weitergehen, herrscht Friedhofsruhe in Ost-Berlin. Die Partei will den Aufstand vergessen machen. Feinde solcher Harmonie sind rasch entlarvt. Die aus West-Berlin eingeschleusten Provokateure wie dieser hier wurden verhaftet. Das war nicht das Werk demonstrierender Arbeiter. Das war das Werk von Banditen. Die Verhandlung, dort, das waren 10 Minuten, hat die gedauert, gab keine Anklage, gab kein Rechtsanwalt, gab keine Anklageschrift gesehen, sondern war nur das Urteil. Das für Tausende schon feststeht. Denn was Recht ist, bestimmt die Partei. Ich habe 5 Jahre bekommen und habe 4 Jahre abgesessen. Die Partei, die hat immer Recht. Mit bunten Bildern müht sich die Partei, das trübe Antlitz des Regimes zu schönen. Nie wieder soll das Volk den Staat in Frage stellen. Er stand schon vor dem Sturz. Der Schock des Aufstands rettet ihn. War der 17. Juni umsonst? Das ist für mich ein Tag gewesen, überhaupt der erste Aufstand in einem sowjetisch besetzten Gebiet. Und das hat uns eigentlich stolz gemacht, dass wir da den Mut hatten, dagegen aufzustehen. Trotz alledem und alledem, wer sich wehrt, lebt eh sehr unbequem. Die Wahrheit tut im Osten weh, im Westen auch trotz alledem. Neuen Herren im Kreml mühen sich um moderate Töne. Moskau zitiert die deutschen Genossen herbei und gibt die Order, weniger Sozialismus, mehr Konsum. Stalins Jünger Ulbricht ist wie vor den Kopf geschlagen, doch er muss sich fügen. Kommentarlos verkündet die SED am 11. Juni den neuen Kurs. Die Nachricht schlägt wie eine Bombe ein. Muss die Regierung jetzt zurücktreten? Moskau will den Wechsel. Und es war Ulbricht gesagt und war vorgesehen, Ulbricht wird abgesetzt. Es war sogar
Datum genannt, wann es geschehen soll, dass Ulbricht aus der Führung entfernt wird. Das sollte im Juni geschehen. Doch in diesem Juni überschlagen sich die Ereignisse. Mit keinem Wort nimmt die Partei die Normerhöhungen zurück. Das Maß ist voll. Die Bauarbeiter der Stalinallee gehen auf die Straße. Wo wir auch vorbeikamen am Baustellen, alles reihte sich ein. Wir waren dann schon in 12er rein und da kamen schon die ersten Sprüche: Berliner, reiht euch ein, wir wollen freie Menschen sein. 17. Juni, Generalstreik. Spontan wird er zu einem Aufstand für die Freiheit. Wie ein Flächenbrand überzieht er in wenigen Stunden die gesamte DDR. Wütend zerstören die Menschen die Zeichen der Staatsmacht. Der richtige Tumult, der begann erst am Potsdamer Platz. Das Kolumbushaus brannte. Im ersten Stock war die Volkspolizei da irgendwie mit einem Revier stationiert. Die warfen ihre Uniform raus und kamen mit Unterhemden raus, Hände hoch, gegen Richtung Westen. Jetzt geht es nicht mehr nur um Normen. Das ganze System steht am Pranger. Und seine verhassten Repräsentanten. Als Demonstranten die rote Fahne vom Brandenburger Tor herunterholen, fordern sie bereits die deutsche Einheit. Es war sehr laut, auch dann gegen Mittag, als dann plötzlich die Nationalhymne gesungen, Einigkeit und Recht und Freiheit. Es wurde sogar die erste Strophe gesungen, Deutschland, Deutschland über alles. Die Arbeiter tragen Schwarz-Rot-Gold. Siegt die Freiheit? Wir hatten nur gedacht, jetzt haben wir die geschafft. Nicht, dass wir jetzt unsere Freiheit kriegen werden. Aber dann ging auch schon die Knallerei los. Dann fingen die an zu schießen. Und mussten uns alle auseinandergestobt, damit die Kinder mehr zu sehen werden. Aber dann ging auch schon die Knallerei los. Dann fingen die an zu schießen. Und mussten uns alle auseinandergestobt, damit die Kinder mehr zusammen, damit es nicht so dicht war. Sind die auch hier noch umgekommen. Die liegen ja hier in der Seestraße auf dem Friedhof. Die Staatsmacht schlägt um sich. Lasst das Schießen sein! Ihr werdet eines Tages dafür zur Verantwortung gezogen! Was mir heute noch eine Gänsehaut über den Rücken treibt, die Brutalität, mit der dann die Sicherheitsfunktionäre alles, was sie von den Demonstranten erwischen konnten, unten im Haus der Ministerien in die Keller trieb und verprügelt hat. Doch der Aufstand eskaliert. Das Volk beherrscht die Straße. Während sich die SED-Spitze bei der Sowjetmacht versteckt, ist die Volkspolizei nicht mehr Herr der Lage. Da springt der große Bruder in die Bresche. Wir dachten, dass wir die Situation viel besser verstanden. Gefahr drohte aus unserer Sicht nicht nur für die DDR-Regierung, sondern auch für die Sowjetunion. Denn wenn sich diese Demonstrationen fortgesetzt hätten, dann hätten wir den Krieg riskiert. Moskau schickt Panzer. Mit Brechstangen und Steinen versuchen die Menschen verzweifelt, die stählernen Kolosse zu stoppen. Vergeblich. Der Aufstand wird niedergewalzt. Bilanz, Hunderte von Toten und Verletzten. Ein deutscher Schicksalstag. Der Westen wahrt Distanz. Zu groß ist die Angst vor Konfrontation. Während vielerorts Proteste weitergehen, herrscht Friedhofsruhe in Ost-Berlin. Die Partei will den Aufstand vergessen machen. Feinde solcher Harmonie sind rasch entlarvt. Aus West-Berlin eingeschleusten Provokateure wie dieser hier wurden verhaftet. Das war nicht das Werk demonstrierender Arbeiter. Das war das Werk von Banditen. Die Verhandlung dort, das waren 10 Minuten, hat die gedauert. Gab keine Anklage, gab kein Rechtsanwalt, gab keine Anklageschrift gesehen, sondern war nur das Urteil. Das für Tausende schon feststeht. Denn was Recht ist, bestimmt die Partei. Ich habe
5 Jahre bekommen und habe 4 Jahre abgesessen. Die Partei, die hat immer recht. Mit bunten Bildern müht sich die Partei, das trübe Antlitz des Regimes zu schönen. Nie wieder soll das Volk den Staat in Frage.